Ron, dein erstes Spiel als Kapitän heute. Wie war es für dich, das Team heute als Kapitän aufs Feld zu führen? Ja, war natürlich eine Riesenehre, hat mir richtig Spaß gemacht, ausgerechnet heute, wo wieder Zuschauer da sein durften. Und das ist ein rundum gelungener Tag für mich. Ein 3:1 gegen Gladbach, gegen den Bundesligisten. Wie weit ist die Mannschaft im Hinblick auf Heidenheim und was muss noch getan werden? Gut, wir sollten jetzt auch schon ziemlich weit sein, da es ja nächste Woche losgeht, aber ich glaube, heute war ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Wir haben richtig Selbstvertrauen gesammelt und ich fand gerade defensiv, haben es richtig gut gemacht. Mit Ball hätten wir vielleicht noch ein bisschen sicherer agieren können, aber dafür waren wir sehr zielstrebig Richtung Tor, was auch die 3 Tore zeigt und ja, darauf lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Danke dir und viel Erfolg nächste Woche. Danke. Jan, es ist heute dein erstes Spiel in der Bentele Arena und du hast hinten rechts in der Kette gespielt. Wie hast du dich gefühlt auf dieser Position und wie viel Selbstbewusstsein gibt dir das Tor heute im Hinblick auf Heidenheim? Das war natürlich ein super Gefühl, auch jetzt mit den Fans im Stadion hier das erste Spiel in der Bentele Arena zu machen. Die Bedingungen sind super und ich glaube, der 3:1-Sieg hat dann einfach nur die Leistung gekrönt, dass ich dann ein Tor schießen könnte. Freut mich, dass ich dem Team damit helfen konnte, aber mein Hauptaugenmerk ist Verteidigen und ich denke, da bin ich auch besser. Wie blickst du nun auf das nächste Spiel gegen Heidenheim? Wie geht dir das an nächste Woche? Ich denke, wir können den Schwung jetzt mitnehmen aus dem Sieg gegen Gladbach. Auch letzte Woche haben wir eine gute Vorstellung gegen Ajax gezeigt. Leider nicht gewonnen, aber die Vorbereitungen sind gut, die Inhalte sind abgearbeitet und ich denke, dass wir jetzt positiv gestimmt ins Spiel gehen können. Danke dir und viel Erfolg nächste Woche. Danke auch, ciao.